So, da sind wir wieder. Oh. Okay, ich würde mal sagen, wir brauchen erstmal. Wenn ich jetzt hier weggehe, komme ich hier nie wieder rein. Ich muss also hier erstmal kaputt machen, damit ich später wieder reinkomme. So, dann gehen wir nach Hause und holen uns mal alles, was wir brauchen. Was wir brauchen, ist Folgendes: Erstmal Platz im Inventar. Das sieht da hier aus wie Katastrophe. Du kommst zurück. Das kommt alles erstmal zurück. Gott, die haben so viel Holz. So. So, jetzt brauche ich einmal Dobby Placement Tool. Da. Dann brauche ich einmal alles von hier. Genau, das, ja, das sind 14 Sachen, wenn ich das da auch noch haben möchte. Ich weiß aber nicht, oder? Nee, weil wir haben die Anlage eingestellt. Ich glaube, wir haben die Anlage eingestellt, so dass wir nur diese kleinen Klumpen bekommen. Genau. Man könnte natürlich auch noch die Anlage hier so konfigurieren. Oh, stimmt, das, wir haben die Dinger komplett abgebaut. Muss ich erstmal wieder an unsere Anlage anbinden. Das müsste ich aber das Rohr da entfernen. Da es noch da oben geht. Was zur Hölle mache ich hier? Gut, das heißt, wenn ich die Pipe. Genau, das ist die Pipe. Die. Oh, ich weiß gar nicht mehr. Genau, die Pipe ging normalerweise hier ran, sodass die Hälfte mal nach oben und die Hälfte nach da gegangen ist. Ja. Das heißt, damit ich dort die Pipe hinbauen kann, müsste ich die Pipe hier wieder entfernen. Und das ist aber die Pipe, die wir haben für diese Eisen-Ingots. Also diese Eisenklumpen. Cool, andererseits ist die Kiste schon fast halb voll. Boah, die ist ja komplett ausgemaxt und trotzdem halb voll. Wollt ihr mich verarschen? Holy Guacamole. Ja gut. Ich glaube, dann haben wir davon doch erstmal genug. 107.000? Ich dachte die ganze Zeit, das sind 5 Stellen. Das sind ja 6 Stellen. Ja gut. Also, die Sache ist die, eigentlich. Gut, dann brauchen wir hiervon definitiv nie wieder was. So. Die haben auch schon fast 100.000. Alter, leg mir am Arsch. Warum haben wir von allem eigentlich so viel? Eigentlich wollte ich hier nur überall die Hälfte wegnehmen, die einmal zum anderen Haus hinbringen und wir haben nie wieder Sorgen für irgendwas. Wozu brauche ich eigentlich die ganze Anlage? Digga, was ist los mit mir, Mannerkolm? Ist doch was zur Hölle. Ich meine. Wer kommt auf so eine Idee? Ja, jetzt sind wir mit der Anlage fast fertig. Jetzt den ganzen Ding abzureißen, bringt auch nichts. So, das heißt, wir brauchen hier jeweils eins.
Auch wenn das wahrscheinlich niemals bedient wird, aber hey. So. Genau. Ja, okay. Dann können wir eigentlich die Anlage hier schon wieder anschmeißen. Und langsam in Bewegung setzen. Dazu. Sollen wir ein bisschen Ordnung reinbringen? Dazu. Ja. Musst du. Kannst du weg? Da kommt normales Ding wieder rein. Der Ding unten hat gar keinen Überlauf. Grün ist gar nicht konfiguriert. Hätte doch so hier sein müssen. Damit das, was hier zu viel reinkommt, nach grün weiter wandert, dann hier auch nach grün weiter wandert und dann wegkommt. So, für den späteren Fall, dass ich hier noch mal was ein führen möchte. Eigentlich könnte ich doch einfach hier das hinzufügen und hier das hinzufügen. Und immer wenn ich hier in der Zukunft irgendwann mal Eisenklumpen einführe, müssten die jetzt dann auch mit nach Rot gehen, nach Rot weitergehen. Und trotzdem müsste hier hinten alles funktionieren. Wenn hier Kohle reingeht, geht die Kohle halt ganz normal bei Weiß rein. Wenn das Ding voll ist, geht es nach Grün weiter. Da hier bei Weiß keine Kohle angenommen wird, geht sie hier dann also auch einfach nach Grün weiter und wird weggeschmissen. Bei der Kohle, also bei dem Eisenclub meine ich doch, ist es genau das Gleiche. Sie gehen hier rein, werden bei Weiß nicht angenommen, gehen also auch einfach nach Grün weiter. Hier oben gehen die dann nach Weiß weiter und dann damit in der Kiste. Und wenn die dann irgendwann voll ist, ist hier grün Tropfen freigeschaltet. Das heißt, sie gehen trotzdem auch noch da weiter. Müsste also eigentlich bei beiden alles funktionieren. Richtig oder falsch? Ich hoffe mal richtig. Wenn einfach alles explodiert, dann ist es halt so easy. So, das heißt, wir haben jetzt. Genau, hier ist alles richtig. Kommt hier die ersten Dinger? Nö. Aber hier ist der schon alles fleißig vor sich hin. Sehr gut. So, und wir brauchen jetzt hier wieder den Abzweig. Eigentlich kannst du auch noch. Ach nee, geht da gar nicht. Ach doch, geht. Okay. Ich dachte schon, die Platte ist nach unten, sodass der Block hier blockiert ist. Aber nö, alles easy. Ah, da kommen die ersten Sachen. Yay! Huhu! Gut. Das sieht doch schon mal herzallerliebst aus. Genau. Ach, so schön, wie die Maschinerie arbeitet.
Ein Festival der Sinne. Und so wird aus einem Klümpchen zwei Ingots. Nice. Ne, weil eigentlich wird nicht an der Stelle daraus zwei, sondern hier an der Stelle werden daraus schon immer zwei. Nur dadurch, dass bei ihm, wenn hier einmal ein Ingot reinkommt, mit einmal beide Dinge rausgehen, also beide Dustklumpen. Was man vielleicht gleich kurz sehen kann. Da. Bums 2. Und dadurch, dass beide gleichzeitig rausgehen, sieht es aus, als wenn es nur 1 wäre, obwohl das hier an der Stelle eigentlich schon 2 sind. Und wenn dann die 2 dann hier in den Ofen gehen, arbeitet der die dann natürlich nacheinander ab. Und deswegen kommen sie dann hier verzögert raus und deswegen kommen sie dann halt, ne, wenn die reinkommen, bumm, erst der eine, dann der andere. Und deswegen sieht es dann hier so aus, als wenn es 2 sind, also sieht es aus, als wenn es erst ab hier 2 sind, obwohl es eigentlich schon ab dem hier 2 sind. Optische Täuschung, Illusion, Magie. Ja. Einfach nur dumm. So. Das da oben müsste funktionieren. Warum ist eigentlich nur Uran? Sag mal, hier kommt doch nur. Das ist ja alles Uran? Ah, ne, komm, dann sind doch andere Sachen. Sehr gut, sehr gut. Achso. Dachte schon, es ist Mese, aber es ist nur Gold. Gold. Wer braucht sowas? Okay. Wie gesagt, das sollte jetzt eigentlich wieder funktionieren. Das kommt dann da hinten raus und geht dann da unten rein. Und die Anlage hat schon immer funktioniert. Da haben wir ja nichts geändert seit dem letzten Mal. Ich meine, hier kann auch nicht viel schief gehen. So. Sollte also alles funktionieren. Das heißt dann für uns, wir gehen dann jetzt wieder zu anderem Häuslein. Schon dunkel. So. Und hier müssen wir jetzt die Sachen konfigurieren. Oh, scheiße. Hey, wie ist das da hinten einer? Moment mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oh ja, war einer zu viel. Lol. So. Hier bei dem. Wir müssen erstmal überall alles außer Schwarz und Blau deaktivieren. Wieder so eine wunderbare, super spannende Arbeit hier. Ja. Ich wünschte, es wäre einfach andersrum, dass standardmäßig einfach alles aus ist und nicht alles an ist. Ich meine, klar, ich verstehe den Sinn dahinter. Ne, wenn du die Dinger erstmal einsetzt, sollen die sich erstmal verhalten wie ganz normale Pipes. Ne, wenn die Dinger halt unkonfiguriert sind, machen sie halt nichts Besonderes. Sprich also, sie arbeiten genauso, wenn du hier von hier Enden ran machst. Und damit das funktioniert, muss halt standardmäßig alles aktiv sein. Aber aufgrund dessen muss halt immer so viel deaktivieren am Anfang immer. Ich meine, gut, andererseits musst du das auch nicht. Ausgänge, die nicht benutzt werden, kann man auch einfach aktiv lassen, passiert auch nichts. Aber ich finde es halt dann immer nicht schön. So in meine Kopf muss einfach wirklich so sein, dass Sachen, die nicht benutzt werden sollen, auch von vornherein nicht benutzt werden können, auch wenn sie es eh nicht benutzt werden könnten. Versteht er, wie ich meine? So. Ey, aus. Ey. Da will ich ein Lied summen. Und dann. Alles Kacke. So, und hier muss jetzt blau und gelb.
Okay, damit sollte jetzt eigentlich. Ich meine, es wäre natürlich schön, wenn wir auch immer übereinander machen können, also auch um in der zweiten Reihe, aber das wird denn. Können wir das machen? Klar, das müsste doch funktionieren. Ich schon wieder. Irgendwie können doch auch zwei Reihen bauen. Doch, das müsste funktionieren. Lass euch mal kurz überlegen. Also angenommen. Doch klar, das müsste funktionieren. Das müsste eigentlich. Das da. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Dann machen wir die auch noch. Dann können wir die ganzen Sachen wieder abbauen. Mal wieder so hell hier. Ah, nicht so viel abbauen. Ach, verdammt, hab ich. Zu spät. So. Schreiben ja schon wieder alle. Willkommen. Was? Brauchst du die Nacht, Bibi? Ihr selber? Nope. Zwecks bauen, privat bekommen. Was? Achso, Zwecks bauen? Zwecks bauen? Brief, bekomme die Tageszeit zu. Okay. Ich glaube, Zwergi. Hat gerade a Heart Attack, I guess. Ich schätze mal, das sollte bedeuten, Zwecks bauen. Gut, mal allgemein. Also, was er sie sagen wollte, wahrscheinlich einfach, dass sie Zwecks bauen, das Time-Privileg bekommen hat, um die Zeit zu ändern. Genau. Eigentlich fehlen hier zwischen den beiden Wörtern fehlen bloß noch, habe ich das fehlt bloß noch, ne? Zwecks bauen, habe ich das Privileg bekommen, die Tageszeit zu ändern. So, Freizeitpark alles gemacht. Ich mach mal Licht. Jupp. Vom Bauherr des Vertrauens geschaffen, Toni. Level zumindest auch richtig schick. Und überhaupt. Da ist definitiv nichts gegen einzuwenden. So, jetzt wird's hier. Jetzt machen wir hier quasi sowas Ähnliches, wie wir bei unserem Haupthaus gemacht haben. Ich klatsche jetzt hier oben quasi nochmal acht Dinger gegen. 1, 2, 3, 4. Eigentlich. Ja, eben eigentlich. Ach, dann können wir das doch hier alles wieder ein bisschen gerade rücken. Nicht runterfallen, nicht runterfallen. Ist es jetzt runtergefallen? Es ist runtergefallen. Wollt ihr mich verarschen? Ich habe nur diese eine Pipe. Verdammt. Ah. Kann nicht einfach runterfallen hier, was ist hier los? So. Dann kann ich jetzt auch hier die Sachen abbauen. Oh, gute Nacht. So.
Was? Ah, nee, doch, richtig, richtig. Genau. Du bist dann wieder diese One-Way-Tube-Pipe-Dings-Gedöns. Ja, genau richtig. Ja, nee. Halt. Nee, ist falsch. Du musst so rum. So. Jetzt. So. So. Und ich bin gefangen. Okay, jetzt wird's haarig. Jetzt wird's, ganz schön eng hier, Alter. Ich liebe das. Also, nicht das, was. Also, ich meine, das eng hier, dass ich so höre, so. Konzentrier dich, Ronny. Konzentrier dich. Lass dich ja nicht ablenken. Gut. So viel dazu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da fehlen noch zwei. Ich glaube, es fehlt sogar noch mehr. Wir brauchen wahrscheinlich. Nee, brauchen wir. Eigentlich brauchen wir nicht mehr. Ich meine. Nee, wir brauchen nicht mehr. Nö. Ich meine. Letztendlich brauchen wir sogar nur sieben. Weil wenn wir bei uns, bei der Hauptbase, da haben wir ja eigentlich auch bloß sieben. Wir haben ja nur zwischen den ersten sechs und den letzten, haben wir nur eine Lücke. Die wollte ich jetzt hier quasi auch etablieren, dass dann hier die beiden einfach leer bleiben. Aber ist eigentlich auch dumm. Ich glaube, wir rücken das wirklich zusammen, sodass wir hier nur sieben brauchen. Alles andere macht hier optisch überhaupt keinen Sinn. Das heißt, hier brauchen wir nochmal zwei. So, und dann geht's hier einfach wieder. Was habe ich getan? Du bleibst bitte da. Danke. Sonst komme ich hier noch mit der Reihenfolge durcheinander. So, und hier geht es einfach runter. Aufpassen, dass ich mich hier nicht einbaue. So. Ich springe. Alter. So. Alter, das ist so schön kuschelig hier. Ha. Okay. Was wir jetzt brauchen, was wir jetzt machen. Ich muss andersrum denken. Wir sehen die Dinger in die Richtung. Wir sind jetzt hinter den Kisten. Das heißt, wir müssen hier auf der Seite anfangen. Da kommt Zink nach Blau. Und alles, was übrig bleibt, geht hier runter nach Gelb. Hier unten kommt Chrom. Und auch wieder alles, was übrig bleibt, geht nach Gelb. Genau. So, die Sache ist jetzt folgende. Die Sachen kommen von hier, gehen hier nach oben. Und jetzt müssen wir dafür sorgen, dass per se erstmal alles, was oben sein soll, also an der oberen Reihe ist, muss hier nach grün weitergeschickt werden. Das heißt, du. Ich merke gerade, wir haben ein Problem. Wir haben hier nur sechs Felder. Wir brauchen ja sieben Felder. Well, that's fucked up. Wir können drumherum bauen. Ich weiß noch nicht wie. Wir können sagen,
Ja, das geht. Nein, das geht nicht. Wir rücken das Ganze ein Stück in die Richtung. Das heißt, wir brauchen noch mal zwei Sorting Pipes. Da und da. Genau, jetzt sind sie genau dahinter. Und wir brauchen eine Sorting Pipe hier. Genau. Dann brauchen wir noch eine normale Pipe dort. Ja, das geht, das geht. Gott, Alter. So, jetzt wird's richtig abgefuckt und abgedörnt. Die ersten 12 Sachen können wir erstmal so machen wie ganz normal, also wie wir es geplant hatten. Das heißt, das, was in die obere Reihe kommt, muss hier nach grün. Das bist du, das bist Schmiedeeisen, Zinnblock, Kupfer, Mithril und Diamant. So. Ja. Alles, was unten in der unteren Reihe sein soll, geht dann nach schwarz. Das bist dann Chrom, Lead, Silber, Fusel, Gold und Gelb auch, aber Gelb kommt ja unten in die Kiste hier. Das heißt, das geht nicht nach Schwarz in die anderen Dinger, sondern geht direkt hier nach Blau. Ungefähr so. Beziehungsweise, nee, das funktioniert nicht. Dass die Sachen nach oben sollen, ja. Und dass das nach blau soll, ja. Aber wir müssen ja irgendwo sagen, also ich lasse es erstmal so. So ist es erstmal richtig, wenn wir die beide hier noch ignorieren, ja. Die beide blenden wir erstmal aus. Was wir dann mit denen machen, sage ich gleich. So. Das heißt, wir machen erstmal so weiter. Das alles geht nach schwarz. Was in der unteren Reihe soll, was in der oberen Reihe soll, geht nach grün. Und die Mitte geht direkt hier rein. So, da oben kommt dann Diamant direkt bei Blau rein. Und alles andere geht nach schwarz weiter. Das heißt, einmal so hier. So können wir jetzt eigentlich die erstmal alle konfigurieren. So wie wir die ja auch vorhin schon gemacht hatten. Schwarz und Blau aktiv, alles andere deaktiviert. Das ist halt so schön bei diesen Sorting Pipes, dass du da halt mehrere Bahnen direkt übereinander machen kannst, ohne dass die Sachen hier nach oben und unten sich irgendwie abwechseln, weil du die Sachen halt einfach deaktivieren kannst. Ne? Du kannst halt einfach sagen, gelb und grün ist deaktiviert und schon können die Sachen hier in der unteren Bahn nicht nach oben und die von der oberen Bahn nicht nach unten. Easy. Deswegen sind diese Sorting Pipes schon echt mächtige Werkzeuge, womit du wirklich sehr kompakte Bauten machen kannst, so wie hier halt. So, jetzt sind erstmal alle grundlegend konfiguriert. Genau, da haben wir dir. Ich warte, ich, bevor ich. Ich komme hier, komm mal hier, komm mal. Da kommst du in Teufels Küche, kommst du da ja. Ist das so richtig? Nee, das ist doch falsch. Müsste doch so sein, oder? Oh. Ist das so richtig? Wir kommen hier auch nie wieder raus.
Oh mein Gott. Ich hoffe, das ist so richtig rum. Na gut, ich kann ja mal ganz kurz, kann ich ja mal kurz. Damit ihr seht, was ich sehe. War doch bestimmt irgendwo mal in mein Haus. Hab die Sache angeguckt. Ja, da ist es doch. So. Das ist richtig, das ist richtig. Das sieht korrekt aus. Korrekt, 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 korrekt. Ja. Achso, ist hier gar nicht mehr. Korrekt, korrekt. Ja, alles richtig, alles korrekt. So, und dann ein bisschen weiter. War am Ende eigentlich. Ja, meine. Ach. Oh. Kann ich mal schneller hier? Ach, ich möchte heulen. Genau, unten ist Kohle und oben ist denn sind die Klumpen. Okay, das heißt, das können wir so, das ist so erstmal richtig, korrekt. Dann machen wir es hier auch schon mal so, damit wir da dann später nicht durcheinander kommen. So, das heißt, das ist jetzt die Reihenfolge, wie wir es abbilden müssen. Also alles korrekt. So, das heißt, die Reihe ist genau die Reihe, die wir jetzt hier sehen, abgesehen von den beiden. Wie gesagt, die ignorieren wir erstmal komplett. Und die untere Reihe ist dann das, was wir jetzt hier nach oben schicken. Ne, andersrum. Das ist das, was wir unten lassen. Das schicken wir nach oben. Das ist ja grün. Und grün ist ja das, was hier nach oben geschickt wird. So, alles richtig. Genau, es ist hier in der unteren Reihe, weil, ja, die halt die grüne ist. So, aber das ist halt die obere Reihe, das ist die untere Reihe. So, das heißt, hier unten wird Mese abgeschöpft, da wird Dia abgeschöpft. Hier beim nächsten wird dann Gold abgeschöpft. Dann Uran. Silber, Lead und zum Schluss Chrom. Mese, Gold, und alles bei Blau. Genau, so, das ist die untere Reihe. Die obere Reihe wird hier erstmal einfach nach oben geschickt. Und oben kommt, passiert genau das Gleiche. Dia kommt nach Blau, alles andere geht nach Schwarz weiter. Dann hier als nächstes kommt dann Mithril, geht nach Blau, alles andere geht nach Schwarz weiter. Kupfer. Zinnbaren. Schmiedeeisen und Zink. So, und dadurch, dass wir immer sagen, dass alles andere nach Schwarz geht, sorgen wir auch gleichzeitig dafür, dass wenn jetzt hier Zink reinkommt und der Zink aber voll ist, dass dann Zink auch nach Schwarz einfach weitergeleitet wird. Und damit haben wir den Vorteil, dass sobald irgendeine Kiste voll ist, gehen die Sachen einfach weiter und dann hier am Ende müssen wir jetzt sagen, alles, was hier am Ende noch übrig bleibt, weil es halt in keine Kiste mehr reingepasst hat, wird dann hier nach Gelb weitergeleitet, also nach unten. Und alles, was hier ankommt und ne, übrig bleibt am Ende, wird dann hier auch nach Gelb weitergeleitet. Und das geht dann gesammelt zurück. Aufgrund der T-Pipe geht es dann auch direkt hier nach links und geht zurück zu unser Haus. Dort in die drei Kisten. Ja, das war heute diese Folge. Bis dann.